Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Wir atmen einmal ganz tief ein und ganz tief aus. Ha, ha, ha. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gebt mir Botschaften. Wie geht es dein Gegenüber? Was ist gerade bei dir los? Beziehungsweise generell, was darf ich für Botschaften rausgeben? Jetzt gerade waren die Karten zu viel. Ich war noch nicht eingeschwungen. Das ging jetzt alles zu schnell. Wenn die Message wirklich rausfliegen soll, dann soll das jetzt bitte auch so sein. Wem das Mischen zu lange dauert, der spult bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt bitte einfach mal dran. So, dann schauen wir mal. Was haben wir für Botschaften? Was darf ich rausgeben? Erzähl mal bitte hier. Dankeschön. Seht ihr, ich habe mal noch eine Karte vergessen. Wo sind meine Engel hin? So, einmal frisch mischen. Ach Königin, bist du wieder nicht vorbereitet? Ja, ich weiß. So, mal bitte ein Engel der Libitsch. Ein Engel der Libitsch. Oh, da bekommen wir gleich zwei. Supi. So, erstmal hier oben noch machen. Genau. Und wir schauen mal weiter. Dankeschön. Was darf ich erzählen? Haben wir noch eine Botschaft zum Klären? Dankeschön. Und dann schauen wir einfach mal. Okay? Also, wir legen los. Wie geht es dein Wunschpartner, dein Gegenüber? Generell, was ist hier so losi? Ah, blockierte Kommunikation. Ich weiß zurzeit nicht, was ich dir sagen soll. Deshalb halte ich mit meinen Gedanken hinterm Berg und bin auch nicht wirklich gesprächsbereit. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt antworten werde, solltest du dich melden. Jetzt hör mal volles Brett in dich hinein. Könnte das vielleicht eine Botschaft sein, die du gerne sagen wollen würdest? Könnte das vielleicht auch ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun haben? Möchte ich es mal so sagen, ne? Könnte es sein, dass es eine Zeit gab, wo jemand wirklich den Kontakt zu dir blockiert hat, wo jemand wirklich gesagt hat oder eben gar nichts gesagt hat, ne? Sagen wir mal so. Wenn das jetzt aktuell irgendwie der Fall ist, für die, die gelöscht worden sind, wirklich blockiert worden sind, für die, die hier plötzlich jemanden nicht mehr erreichen, ja, auch solche Botschaften muss es geben. Wir schauen aber gleich auch mal, wo die Reise hier hingeht. Dann ist es wirklich so, dass hier jemand einfach gerade gar nicht mehr weiß, was man überhaupt sagen soll. Weiß nicht. Hier hat man wirklich keine Lust, gerade so zu reden, irgendwas von sich preiszugeben. Ja, wir müssen es jetzt erstmal so hinnehmen, wie es ist, mein Engel. Ja? Lass uns mal weiterschauen. Was sagen denn die Karten? Bedenke, wo du stehst. Du bist aufgefordert, einmal genau hinzuschauen, wie ernst du es mit der Liebe meinst. Okay, also es kann sein, dass es hier dein Gegenüber wirklich darum geht, ne? Dass man hier irgendwie drüber nachdenkt. Vielleicht, also es kann echt sein, dass man sich hier wirklich Gedanken darüber macht. Was ist eigentlich Liebe? Wie ernst meine ich es eigentlich selbst mit der Liebe? Guck mal, wir haben auf dieser Karte dieses wunderschöne Haus. Hier ist ein Pärchen, was sich umarmt und was auf dieses Haus schaut, gepaart mit einem Regenbogen, ne? Mit dem Universum selbst. Also man fühlt sich hier so mega verbunden in diesem Bild. Ja, wir haben hier auch die Füchse daneben. Denn hier heißt es ja, wie ernst nimmst du es denn hier oder wie ernst meint denn hier jemand etwas wirklich in Liebesangelegenheiten? Und es kann sein, dass sich genau das jetzt auch dein Gegenüber fragt,
durch die Begegnung mit dir, für die, die hier irgendwie gerade nicht an jemanden rankommen. Ja, lass uns mal weiterschauen. Also hier fragt sich gerade wirklich jemand, warum springe ich eigentlich immer weg, ne? Wie ernst ist es mir eigentlich hier mit dir? Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt antworten werde, wenn du dich hier nochmal melden solltest. Hier ist jemand gerade so ein bisschen ratlos auf Sinnsuche, nicht Fisch noch Fleisch, aber man macht sich hier hinter den Kulissen Gedanken über dich und die Situation, die euch betrifft. Jetzt schauen wir mal weiter. Was sagen denn die Engel? Wir haben romantische Gefühle und wir haben die Flitterwochen. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit. Es ist so in deine Richtung, dass man hier schon, also man empfindet hier was für dich. Das ist klimperklar. Aber es gibt hier eine Situation, weil wir haben die Flitterwochen, die eben auch dafür stehen, ne? Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit. Ja, das hat immer noch so einen locker fluffigen Touch dahinter. Ja, also diese Ernsthaftigkeit liegt eher in der Karte der romantischen Gefühle, wird aber ein bisschen abgeschwächt durch die Flitterwochen. Durch dieses, es ist Ekstase, es ist Gefühl, es ist ein Hormoncocktail, der hiermit definitiv vorhanden ist oder vielleicht auch wiederkommen möchte. Ja, es kann sein, wenn hier jemand irgendwann mal fertig ist, über etwas nachzudenken, über euch, über die Liebe an sich, dann kann es wirklich sein, dass man hier sagt, lass uns hier mal wieder treffen. Ich merke aber auch, dass hier jemand einfach spürt, dass du die Person bist, die es wirklich ehrlich meint, ne? Dass du nicht gerade die Person bist, die eben nur die Ekstase einer festlichen Zeit genießt, sondern hier geht es um wahre Gefühle, die man genießen möchte. Und hier spürt man ja schon, ganz egal, bist du hier jemanden wirklich nicht, weil man einfach weiß, dass deine Gefühle auch hier echt sind. Du bist nicht eine Person, die hier jemanden wirklich hinters Licht führt oder wirklich vorhat, hier nur was locker fluffig Leichtes zu wollen. Ja, und plötzlich zieht hier jemand förmlich den Schwanz ein und weiß nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Und dennoch stellt man sich vielleicht auch die Frage, bist du vielleicht wirklich hier die Richtige? Bist du vielleicht wirklich hier der Richtige? Denn jemand wird hier jetzt wirklich durch die Begegnung zu dir aufgefordert, einmal wirklich genau hinzuschauen, wie ernst man es in der Liebe wirklich meint. Und darauf kommt man einfach, weil man eben weiß, vielleicht hast du es auch hier schon jemandem erzählt, weil man wirklich merkt, das hier ist eine Begegnung oder die Begegnung, die man zu dir hat, hier könnte echt was Ernsteres draus werden, aber will ich das? Weil vielleicht möchte hier jemand einfach nur ein bisschen die Zeit genießen, ne? Alles so schickitibidabo. Und plötzlich zieht man sich hier zurück. Ich weiß zurzeit nicht, was ich dir sagen soll. Deshalb halte ich meine Gedanken hinterm Berg und bin auch nicht wirklich gesprächsbereit. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt antworten werde, solltest du dich melden. Also, es ist, die Gefühle sind da und die sollen auch irgendwo, ich weiß auch nicht, es ist aber auch so, du bist es wert, dass man da auch hinter die Kulissen schaut, dass man auch wirklich bei sich mal guckt, hey, warum kann ich das alles gar nicht so zulassen? Ne? Lass uns mal weiterschauen. Was haben wir hier? Wir haben schon wieder das Haus. Und wir haben ihn oder eben sie. Und man dreht sich weg von dieser Stabilität. Ne? Man dreht sich weg von dieser Stabilität, die man mit dir hier gefühlt wirklich haben könnte. Also ich darf dir als erstes einmal sagen, mein Engel, es ist hier eine Person,
Weißt du, das liegt hier nicht an dir. Es liegt wirklich nicht an dir. Denn im Endeffekt, wir haben es alle verdient, geliebt zu werden, gewertschätzt zu werden. Und irgendwie tut er das bei dir auch. So blöd wie das klingt, auch wenn hier jemand sich hier wirklich verpisst, ne? Und du dir denkst, alter Schwede, kann der hier nicht mal anrufen oder sich zurückmelden oder vielleicht auch mal kreativ werden? Nee, stattdessen macht man sich hier einen Kopf hinter den Kulissen, wovon du vielleicht nichts mal weißt, wo du dir denkst, ja, ich gehe der sowieso hier nur am Arsch vorbei. Jemand, also das ist das, was ich förmlich hier reinbekomme. Jemand checkt, dass das hier wirklich, wenn ihr hier weiterhin eine Begegnung habt oder haben werdet, checkt hier jemand, dass das hier definitiv was, wenn dann, was Festes ist. Dass das unter der Bedingung, der einzigen Bedingung, was Festes zu werden, hier überhaupt Sinn macht, weiter zu kommunizieren. Und wir haben hier, dreht sich jemand weg von der Stabilität. Und hier sind definitiv Gefühle im Spiel. Und hier wäre definitiv auch möglich, diese Situation und das, was ihr hier habt, auch einfach genießen zu können. Aber aus irgendeinem Grund verpieselt man sich hier wieder. Da gehe ich doch gleich mal tiefer ein. So, als erstes will ich einfach mal schauen, wo guckt denn hier dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin hin? Er dreht sich ja von der Stabilität weg. Wo guckt er denn hin? Wo guckt sie denn hin? Schau dir das an. Ja, hier beschäftigt man sich massivst mit der Liebe, mein Engel. Ehrlich. Und du denkst dir wirklich, der, ich weiß auch nicht. Du denkst dir, hier meldet man sich nicht, weil man keinen Bock auf dich hat, ne? Ne? Aber das Gegenteil ist hier wirklich der Fall. Ja, es fühlt sich so laissez-faire an, ja. Wo du dir so, ich weiß auch nicht, ne? So dieses, das ist das, was man hier rüberbringt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich gesprächsbereit bin, wenn du dich hier nochmal meldest und mir hinterherkrauchst. So fühlt sich das an. Und als nächstes, rattert es, ne? Rattert es im Kopf, wo er oder sie sich hier denkt, boah, bin ich, ist das hier wirklich das Bild mit ihr, mit ihm? Weil wir aber auch die Füchse hier haben. Vielleicht lebt hier auch jemand schon mit jemandem zusammen. Ne? Ich sage ja immer so schön, Kind, Köter, Kombi, Haus, es ist alles da und glänzt nach außen und ist so wunderschön. Und man blockiert den Kontakt zu dir. Aber gleichzeitig, und das nehme ich wirklich immer wieder wahr, merkt er oder sie, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich ja wirklich gern, dass wenn man hier auf dich wieder zugeht, dass das echt nur geht im Sinne von, dass hier mehr draus entsteht. Ne? Jemand spürt, dass man mit dir auch viel Spaß haben kann. Und ich rede jetzt nicht nur davon, viel Spaß haben kann in der Kiste oder so, sondern dass das hier schon mit dir immer wieder eine schöne Zeit ist oder immer wieder eine schöne Zeit werden könnte. Ja, aber man dreht sich, wie gesagt, erstmal davon weg, vielleicht auch von dem eigenen Zuhause, ja, vielleicht auch von der eigenen Stabilität, wenn hier jemand noch vergeben sein könnte. Vielleicht auch einfach um oder über das Thema feste Partnerschaft, feste Familienverhältnisse. Man guckt hier aufs Herz und ich sehe auch hier, das hier ist die klassische Kombi, dass hier eine Person auch verliebt ist in dich. Hier ist auch jemand verliebt in dich. Und man stellt es einfach im Außen hin so dar, als wäre hier nichts, ne? Als wärst du hier, ne? Es ist so ein bisschen so, ach, Pustekuchen, ne? Lass uns mal weiterschauen. Nee, das sind hier zu viele. Ich möchte mich wirklich einschwingen. Ich möchte mich wirklich einschwingen. Auch wenn ihr sagt, Königin, nimm die Karten. Nee, ich will das spüren, dass das. Oh, hier ist noch eine falsche Karte. So, ich will das wirklich spüren. So.
Dann zeig mal noch die Botschaft vom Gegenüber. Was darf ich meinen lieben Zuschauern, meinen lieben Abonnenten als geführte Quintessenz vielleicht auch noch mal mitgeben? Weil hier beschäftigt man sich, hier blockiert man die Kommunikation. Gibt es noch irgendetwas, was ich hinzufügen darf? Oh mein Gott, wir haben das Erwachen. Wir haben das Erwachen. Die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Vorübergehender Stillstand. Es ist wichtig, du selbst zu sein. Wow. Oh. Also hier ist es auch. Es geht immer weiter, ne? Mit den Energies. Also ich nehme hier wirklich wahr, dass hier jemand erwacht. Und dass hier sich jemand wirklich die Frage stellt. Habe ich hier wirklich nur das Haus gekauft, die Kinder gemacht und oder den Job angenommen oder ach, was weiß ich, ne? So diese Fragen, die er oder sie sich hier wirklich stellen könnte, nur weil es alle so wollten. Es könnte sein, dass hier jemandem klar wird, man hat viele Dinge getan, weil das andere so wollten, aber man eigentlich hier nicht selbst. Und also ganz romantisch gesehen, mein Engel, kommst du hier in dessen Leben und hast etwas zu bieten, nämlich, dass du sein oder ihr Herz hier massivst zum Flattern bringst. Es ist wirklich so, denn wir haben die romantischen Gefühle und die Flitterwochen, wie wir unschwer erkennen können. Und jemand ist verliebt und dreht sich vom häuslichen Bereich hier irgendwo weg. Und das muss jetzt auch wirklich nicht so sein, dass hier jemand zwingend vergeben ist. Aber ich habe hier so das Gefühl, immer und immer mehr, dass diese Gefühle, die man für dich hat, wirklich sehr doll sind. Wirklich sehr intensiv. Und du bringst hier jemanden wirklich zum Nachdenken, zum Reinspüren, aber eben auch auf den Punkt, der Tatsachen, was man eigentlich wirklich will. Ob man dieses Leben, was man aktuell führt, eigentlich noch so haben will. Und ey, ganz ehrlich, du hast hier so einen Mega-Schauspieler, wo du wirklich denkst, ey, ich bin dem doch scheißegal, ich bin der scheißegal, ne? Aber hier rattert's wirklich, hier rappelt's wieder in der Kiste im Hintergrund. Und man versucht hier die Dinge mit euch oder generell plötzlich das ganze Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Und wir haben auch hier wieder diesen Stillstand, ne? Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ihm oder ihr bewusst wird, dass es jetzt einfach das Wichtigste ist, man selbst zu sein und rauszugehen aus diesem Selbstbeschiss. Und man wird hier förmlich hingedrückt. Wow, denn hier ist jemand verliebt. Das ist die klassische Kombi. Ne? Wow, und wir haben hier den Herrscher. Und hier geht es. Oh, wartet mal, ich zuppe hier wieder. Ich zuppe hier wieder dran rum. Ja, auch hier wieder. Der Herrscher ist eine sehr stabile Karte, aber auch eine strenge Karte. Ja? Der Herrscher steht für den Vater. Puh, also das ist echt eine Person, die kannst du nicht so schnell aufweichen, ne? Du siehst hier klimperklar mit dem Herrscher. Das ist noch mal die, weiß ich nicht, die Überschrift oder Unterschrift. Keiner, es ist wirklich die Unterschrift dieser Kartenlegung. Dass wenn man sich hier wirklich auf dich einlässt, dass man dann auch wirklich seine Absichten und Pläne mit dir beharrlich verwirklichen möchte. Es geht aber eben wirklich auch darum, dass man eben erwacht und checkt, dass man in deine Richtung wirklich auch viel Sicherheit bekommen kann. Dass das zwischen euch ja sehr wohl sehr gefestigt ist, ne? Dass es vielleicht auch schon ganz schön offensichtlich ist, dass das hier alles einfach Liebe ist und dass ihr hier zusammengehört. So nehme ich das auch wahr.
Ich nehme auch so wahr, ihm wird hier bewusst werden durch das Erwachen, dass man hier wirklich seine Vorsätze jetzt hier verwirklichen sollte in deine Richtung. Es ist aber auch eine Person, die hier weiß, dass man bei dir auch wirklich eine Garantie für Sicherheit erhalten würde. Das ist das ganz ehrlich, das steht hier alles so klimperklar, wie es Abend in der Kirche. Und du denkst dir so, Scheiße, hier kommt nichts mehr. Ne? Diese Person kämpft gar nicht um dich. Hier, ich weiß, ich lese es auch unter den Kommentaren, ja, Königin, die Männer heutzutage, die kämpfen nicht mehr und so weiter. Ich rede hier von den richtigen Männern. Ach kommt, lasst uns einfach mal ein bisschen träumen. Ne? Lasst uns doch einfach mal ein bisschen träumen. Und es gibt definitiv hier Männer noch auf dieser Welt, aber hier ist es einfach, hier, das ist jemand, der überlegt hier wirklich und nimmt das auch mit dir sehr ernst und bringt es so rüber, als wärst du ihm shit egal. Ganz großes Kino hier, wirklich, ganz großes Kino. Zeig mal her. Wow. Guck mal, wir haben das Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung. Also hier kommt ein Wunder. Ich sag's euch, ihr glaubt, es passiert nichts mehr. Und wir haben Erfolg. Hab Vertrauen. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Es kommt ein Wunder. Glaub's. Hier meldet sich jemand wieder, hier kommt jemand wieder aus der Versenkung. Es geht gar nicht anders. Also ich darf heute ganz viel Hoffnung schüren. Ich muss es aber auch wirklich nochmal betonen. Das sind allgemeine Legungen. Die können auf dich zutreffen, müssen aber nicht. Und bitte übernehmt die Verantwortung dafür, welche Gefühle ich in euch hier auslöse. Ja, seht das Ganze ein bisschen als Spaß an. Aber hier wartet ein Wunder auf dich. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest. Komm auf Facebook, Instagram und auf meinen Gedichtkanal. Steht alles unterm Video. Ich hab euch lieb. Ciao.